Erlaubnis nicht rein, Süße. Du kennst die Regeln. Ja, habe ich die Erlaubnis denn jetzt? Du kannst da ohne... Nein, also muss ich die erst persönlich von dir abholen, also Ruth. Also das hätte ich jetzt auch nicht von dir gedacht. Ist mit deinem Vater alles in Ordnung? Er klang so nervös. Ja, ich meine, nein. Es ist die Diabetes von meiner Mom. Sie liegt im Koma. Oh, das klingt ernst. Sie ist im Krankenhaus. Dort kümmert man sich um sie. Man muss mit Diabetes wirklich vorsichtig sein. Mom war nie vorsichtig. Sie dachte, sie wäre unverwüstlich. Denke positiv und sei stark. Das bin ich. Ist der Chef da? Ich muss mit ihm reden. Ja, geh nur durch. Danke. Ja, danke, Ruth. Tschüss, Ruth. Hätte man jetzt auch nicht eben mir schon sagen können, ne? Mann. Ja, das sind auch so Kleinigkeiten, ne? Also, hätte man eleganter lösen können, meiner Meinung nach. Und das sorgt dann auch auf Dauer dazu, dass das Spiel so ein bisschen im Mittelmaß hängen bleibt. Aber naja. Das schaffen wir jetzt trotzdem. Also mit dem Chefchen geredet hier. Chef, ich brauche Zugriff auf die UAFD-07-Datenbank. UAFD? Wofür brauchen Sie die? Wang hat einen Fingerabdruck, der vielleicht zu Cartman gehört. Aber ich habe keinen Zugriff. Den hat hier niemand. Aber warten Sie eine Minute. Alan? Jeff Kurz hier. Bingo. Sie blockieren den Zugriff auf UAFD. Genau. Das habe ich gebraucht. Danke. Sicher. Golf passt. Tschüss. Okay. Zugriff erteilt. Danke, Chef. Ich will Ergebnisse. Verstanden? Ja, das ging wahnsinnig hurtig. Also entweder hat der Chef hier so eine Autorität im Nacken oder, also nicht im Nacken, sondern strahlt so eine Autorität aus oder sein Gesprächspartner am Telefon hat eben extrem schnell geredet. Aber gut, wir wollen nicht kleinlich sein mal wieder. Fällt mir zwar ein bisschen schwer im Moment. Wir gehen mal wieder ins Büro, denn jetzt haben wir ja den Zugriff auf die Datenbank. Das ist sicherlich alles schon innerhalb von Sekunden hier vonstatten gegangen. Und jetzt wollen wir mal weitermachen mit der Fingerabdruckanalyse. Es ist schon spät nachts hier. Nicole schiebt hier Überstunden. Ich sag jetzt mal nichts. Zu dem Eingescanne der eigenen Fingerabdrücke meine ich jetzt. Also nochmal das gleiche Spiel. Ach so, das hatten wir ja schon gemacht. So einfach geht's dann nicht. Passt nicht. Okay. Ja, verstanden. So. Was? Dem hier war es doch. Na ja, genau. Wir wollen ja auch den Teilabdruck herausfinden. Ja. Ja, und jetzt? Ein bisschen mal wieder unlogisch. Ah ja, okay. So. Und jetzt müssen wir hier wahrscheinlich wieder den hier rüberfahren. Und gucken, zu welchem Fingerabdruck der aus der Datenbank, der hier passt. Genau, Fingerabdruck aus der militärischen Datenbank. So, das ist natürlich auch blöd jetzt hier. Obwohl, da ist so eine Kerbe drin unten rechts. Der hier? Ja, das habe ich schon verstanden, aber... Ach so, jetzt nochmal da drauf. Also von der Bedienung her könnte es umständlich ja auch nicht sein. Gut, die stimmt schon mal nicht überein. Passt nicht. Ja, verstanden. Hier unten ist ja so eine Kerbung drin, wenn man so möchte. Und die dachte ich, könnte man hier vielleicht anwenden. Also der ist es auf keinen Fall. Der auch nicht. Also es müsste ja der untere Teil sein. Was ist denn mit dem hier? Ja, das sieht doch schon ein bisschen richtiger aus, oder? Mal schauen.
Ah ja, okay. Name Paul, Nachname Reed, Geburtstag 16. September 1969, militärischer Rang Captain. Sein Name ist was? Paul Reed. Ja, danke fürs Lesen lassen. Okay, also das sollten wir doch jetzt unserem Chef mitteilen. Oder reden wir erstmal mit Wayne drüber, vielleicht geht das ja. Sein Name ist Paul Reed. Reden Sie von dem Fingerabdruck, den ich entdeckt habe? Ja. Tschüss, Wang. Tschüss. Alles klar. Das sollten wir auch unserem Chef mitteilen. Im Sauseschritt dorthin. Ah, da ist er schon und wartet auf uns, als hätte er es geahnt. Was ist mit dem Journalisten? Freigelassen. Er wollte uns nicht die Nachrichten auf seinem Handy, geschweige denn seine Fingerabdrücke, überlassen. Aber er ist frei. Ein störrischer Kerl? Aber warum haben Sie ihn gehen lassen? Wir haben auf dem Chip, den der Mörder an Carters Wagen untergebracht hat, einen Fingerabdruck gefunden. Haben Sie überprüft, von wem er stammt? Ja, von einem gewissen Paul Reed. Es ist eine Schande, dass wir ihn nicht auf den elektrischen Stuhl kriegen. Jetzt werden die Zeitungen uns in der Luft zerreißen, Nicole. Vielleicht kommen wir noch auf ihn zurück. Das bezweifle ich. Ich werde versuchen, dass Sie es sind, die schlecht in der Presse dastehen und nicht ich. Paul Reed war ein Wissenschaftler, der in einer Militärbasis in Maine an einem Projekt namens Herzdame gearbeitet hat. Die Herzdame. Wissen Sie etwas darüber, Chef? Das ist streng geheim. Vergessen Sie es besser. Aber der Name nach der Spielkarte... Und Maine. Klingt vielversprechend. Es ist zu schade um den Schriftsteller. Was? Ist tot? Er hätte uns etwas über Cartman erzählen können. Nun, zumindest wurde unsere Hypothese bestätigt. Meinen Sie die Tatsache, dass er ein Juror war? Ja, aber unter einem anderen Namen. Blake war sein Künstlername. Übrigens, meine 15-jährige Tochter liest seine Bücher. Mag sie sie? Ja, und ich kann ihr nicht erzählen, dass sie es vermasselt haben. Sie wird sowieso mir die Schuld geben. Jetzt habe ich doch schon im Beschreibungstext der vorherigen Videos immer schon reingeschrieben, sie hat ihn befreit. Hat man gar nicht so mitgekriegt, dass er gestorben ist? Hat sie auch gar nichts zu gesagt? Oder habe ich da was nicht mitgeschnitten? Ach. Nun gut, also das, ist auch egal. Jetzt spinnen wir weiter hier. Was ist mit den anderen Leuten, die in Gefahr sind? Werden sie beschützt? Die meisten konnten wir auftreiben. Die sind sicher. Beim Richter bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, sein Name ist Woolsey. Fragen Sie Ruth nach den Einzelheiten. Ich gehe dann mal wieder an die Arbeit. In Ordnung. Verschwenden Sie keine Zeit. Auf zu Ruth. Die natürlich diesen Richter auch kennt, ist ja klar. Das weiß der Chef nicht, das muss man seine Sekretärin fragen. Der Chef hat mir erzählt, dass die Leute, die mit Bensons Verhandlung in Verbindung stehen, sicher sind. Unglücklicherweise nicht. Richter Woolsey aus Maine ist verschwunden. Verschwunden? Ja, er ist aufgebrochen und nie an seinem Zielort angekommen. Die Polizei sucht nach ihm. Brauchst du die Einzelheiten? Das könnte also das nächste Opfer sein. Mein Gott, wir sind so hilflos. Tschüss, Ruth. Pass auf dich auf, Nikki. So, also jetzt wissen wir ja eigentlich schon wieder Bescheid, was unser nächster Einsatzort sein könnte. Das sollte... Oh, ne, hier wollte ich nicht hin. Ah, ich kann einfach nicht von Wang lassen. Nicole ist heimlich in ihn verliebt. Also auf nochmal zu Dick und ihm das mitgeteilt, damit wir jetzt nach... Wo war das? Maine, glaube ich, nach Maine reisen können, um diesen Richter dort vor Schlimmeren zu bewahren. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sage ich mal vorsichtig. Die Fingerabdrücke, die wir in Carters Auto gefunden haben, passen nicht zu denen vom Journalisten. Wenn wir nichts finden, für das wir ihn verantwortlich machen können, wird er uns vernichten. Vielleicht ist noch nicht alles verloren. Er war an mindestens zwei Tatorten. Das macht ihn immer noch zu einem Verdächtigen. Sie haben vollkommen recht, aber ich habe so ein Gefühl, dass der Chef uns anhält, ihn laufen zu lassen. Wir haben seine volle Unterstützung. Ich würde nicht darauf zählen, dass er etwas für uns riskiert. Ganz im Gegenteil. Wir haben eine neue Spur. Die Fingerabdrücke gehören einem Mann, der früher für eine militärische Forschungseinrichtung in Maine gearbeitet hat. Wie heißt er? Paul Reed. Er lebt noch irgendwo in Maine. Wissen Sie noch mehr über ihn? Er ist 40. Er wurde 1999 aus medizinischen Gründen aus der Army entlassen. Paul, erinnern Sie sich an das Telefonat? Der Mörder hat uns gebeten, ihn Paul zu nennen.
Wissen Sie, an was für einem Projekt Sie dort gearbeitet haben? In Maine? Herzdame war das wichtigste Projekt dort, weil wir absolut nichts darüber wissen. Geheim? Streng geheim. Hauptmotiv bei Verschwörungstheoretikern. Wir müssen diesen Mann finden. Bitten wir den örtlichen Sheriff, sich darum zu kümmern. Wir müssen mit ihm reden. Wieder verdächtig von Dick, finde ich. Sie wissen schon, das kann man nur vor Ort. Ich würde lieber hierbleiben und den Bachmann und den Zeitungsheini weiter bearbeiten. Ich befürchte, der Letztere schlüpft uns durch die Finger. Deswegen möchte ich noch einmal darüber nachdenken. Und ich nicht. Ich fahre nach Maine. Sie können ja bleiben, wenn Sie wollen. Wollen Sie schon wieder einen Alleingang unternehmen? Ja, schon wieder. Schön, ich werde mitkommen. Na also. Dieses Mal mit Sequenz. Haben Sie das Haus überprüft? Niemand drin. Das habe ich erwartet. Sicher, es steht kein Auto in der Einfahrt. Briefkasten voll. Ich frage mich, ob er schon lange weg ist. Wir müssen uns in der Stadt nach ihm umhören. Diese Scheune, das passt. Passt wie? Diese ganzen Geräte. Cartman liebt so etwas. Und er muss sie irgendwo lagern. Und zusammensetzen. Glauben Sie, er bewahrt hier Sprengstoff auf? Es könnten Bombenkrater irgendwo in diesen Feldern sein. Lassen Sie uns diese Scheune überprüfen. Das geht nicht. Warum nicht? Sie brauchen einen Beschluss. Dann gehen Sie und besorgen Sie einen. Allein? Wir sind ein Team, oder nicht? Ich meine nur, dass wir nicht beide gehen müssen. Ich will nicht, dass Sie wieder alles vermasseln. Alles vermasseln? Wieder? Ich schätze, wir sind kein Team mehr. Kommen Sie, Sie wissen, dass Cartman sehr gefährlich ist. Ja, und er hat sicherlich schon sein nächstes Opfer verführt. Vielleicht hält er es sogar hier gefangen, in der Scheune. Das glaube ich nicht. Alle Fallen von ihm waren weit von hier entfernt. Ich soll immer Zeuge seines Spiels sein. Also bin ich sicher. Solange er die Situation kontrolliert. Aber wenn er Sie hier sieht, wird er in Panik geraten. Seien Sie auf das Schlimmste vorbereitet. So langsam bekomme ich das Gefühl, dass Sie die ganze Untersuchung kontrollieren wollen. Warum? Weil Sie einfach blind nach vorne preschen. Sie geben anderen keine Chance, sich auf die Action vorzubereiten. Er tut das nicht. Sie haben vergessen, dass Sie es waren, die die Installation im Kraftwerk in Gang gesetzt hat. Oh, dann habe ich wohl auch den Dampfer in Louisiana gestartet. Nein, aber er hätte auf Sie gewartet. Sogar einen ganzen Tag. Da bin ich sicher. Gleich erzählen Sie mir, dass Sie über weibliche Intuition verfügen. Also ich finde Dick doch jetzt irgendwie wieder sehr verdächtig, aber... Ja, ich meine, er sollte ja eigentlich auch daran interessiert sein, den Fall aufzuklären, oder er vertraut Nicole einfach nicht. Was ist der Hintergrund hinter diesen Verbrechen? Sie haben gesagt, Sie wären quasi eine Zeugin des Spiels. Er genießt das. Er wünscht sich Bewunderung und fantasiert vielleicht, dass Sie ihn bewundern. Könnte es dabei um etwas Sexuelles gehen? Meinen Sie? Möglich. Das würde erklären, warum er mich nicht so nah heranlässt. Er verführt Sie. Sie machen Witze, ja? Es ist wie Balzgehabe. Zuerst muss man die Aufmerksamkeit auf sich lenken und dann versuchen, sie auf einem geeigneten Level zu halten. Ich weiß nicht. Ich sehe etwas anderes darin. Er fasziniert Sie. Geben Sie es zu. Verschonen Sie mich. Ich verabscheue ihn. Ich konzentriere mich nur auf den Fall. Ja? Dick, das kann dein Gesprächspartner nicht sehen, wenn du nickst am Telefon. Linse? Was für eine? Verstehe. In Ordnung. Danke. Jemand vom FBI? Nichts Wichtiges. Wo waren wir? Wir haben uns gefragt, was wir jetzt machen sollen. Schön. Ich gehe in die Stadt. Gehen Sie, aber Sie können dort nicht viel erreichen. Wohl wahr. Wir wissen nicht einmal, wonach wir suchen sollen. Aber ich werde mit dem Richter sprechen, um zu sehen, wie unsere Chancen stehen.